Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im Orangenkapitel bei Therapie kontrollieren. Nach einer kurzen Einführung geht es um das Thema den Blutdruck selber messen. Das sind die Seiten 84, 85, 86 und 87. Ich fange einfach mal an. Den Blutdruck selber messen. Jeder Patient mit der Diagnose Bluthochdruck sollte seine Werte zu Hause regelmäßig überprüfen. Die Selbstmessung führt zu einer besseren Einstellung des Blutdrucks. Messungen in der Arztpraxis reichen nicht aus, um ein genaues Bild vom Blutdruck zu bekommen, denn diese Werte beziehen sich nur auf einen bestimmten Zeitpunkt. Sie sind Gelegenheitsmessungen, nicht selten unter Aufregung. Doch wie fallen die Werte in Ihrem Alltag aus? Wie reagiert Ihr Blutdruck auf Stress, Sport, vor allem aber nach Entspannung? Wie entwickelt er sich im Laufe des Tages? Nur wenn Sie selber Ihren Blutdruck mit all seinen natürlichen Schwankungen beobachten, lernen Sie ihn richtig kennen. Die Selbstmessung zu Hause ist eine gute Ergänzung zur Messung in der Arztpraxis oder Apotheke, weil sie helfen kann, einen erhöhten Blutdruck zu bestätigen oder auszuschließen. Und mit Hilfe einer Selbstmessung kann die Therapie optimal gesteuert werden. Sie können anhand Ihrer zu Hause gemessenen Werte überprüfen, ob die Medikamente richtig dosiert sind und ob Ihr Blutdruck eingestellt ist. Bei einem zu hohen Blutdruck trotz Medikamente muss eventuell die Dosis erhöht, das Medikament gewechselt oder ein zweites hinzugenommen werden. Bei einem zu niedrigen Blutdruck kann die Dosis womöglich reduziert werden. Sie können mit der Selbstmessung außerdem besser verfolgen, was Ihre sonstigen Bemühungen bringen, wie etwa abzunehmen oder weniger Alkohol zu trinken. Kleine Erfolge können motivieren, weiterzumachen. Womöglich kann ein Medikament nach einiger Zeit sogar wieder abgesetzt werden. Eine Selbstmessung hilft zudem, einem sogenannten Weißkittel-Effekt auf die Spur zu kommen. Viele Menschen haben in der Praxis zu hohe Werte, während sie zu Hause normal ausfallen. Die Bessermesser. Blutdruckmessgeräte können Sie in der Apotheke, im Sanitätshaus, manchmal auch in Supermärkten und natürlich auch im Internet kaufen, wo Sie aber nicht beraten werden. Das Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga kann eine Entscheidungshilfe sein, mit dem die Fachgesellschaft messgenaue Geräte auszeichnet. Auch die Stiftung Warentest prüft immer wieder Bessermesser. Sie können auch in der Arztpraxis die Messgenauigkeit Ihres Gerätes überprüfen lassen. Fragen Sie vor dem Kauf, ob Sanitätshaus oder Apotheke das Gerät auf Leihbasis herausgibt, damit Sie es in der Praxis testen lassen können. Haben Sie das Gerät gekauft, sollten Sie nach 2 Jahren nochmals eine Parallelmessung veranlassen. Nach dieser Zeitspanne lässt die Genauigkeit eines Geräts oft nach. Die Kosten für ein Blutdruckmessgerät übernehmen in der Regel die Kassen, wenn zum ersten Mal die Diagnose Hypertonie gestellt wird. Sie brauchen dafür aber eine ärztliche Bestätigung. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach. So. Jetzt kommt ein Informationskasten, der farbig abgesetzt ist.
Sie bekommen Angst, wenn die Werte erhöht sind. Sie machen sich viele Sorgen, was ihre Gesundheit angeht. Dann verursacht eine Selbstmessung unter Umständen zu viel Stress und in der Folge zu hohe Blutdruckwerte. Die Alternative, häufigere Messungen beim Hausarzt oder in größeren Abständen, eine Langzeitblutdruckmessung. So, jetzt nach den Bessermessern kommt die Methode. Die Geräte zum Selbermessen beruhen meist auf der sogenannten oszillometrischen Methode. Eine Manschette wird aufgepumpt und klemmt den Blutfluss im Oberarm oder Handgelenk kurzfristig ab. Wenn die Luft abschließend aus der Manschette entweicht, kann das Blut irgendwann wieder durch die Arterie fließen. Zunächst langsam, irgendwann immer wieder ungehindert. Solange es noch stockend fließt, erzeugt es Schwingungen, Oszillationen an der Gefäßwand, die das Gerät elektronisch erfasst, um daraus den Blutdruck zu errechnen. Für den Hausgebrauch stehen viele komfortable vollautomatische Geräte zur Verfügung. Per Knopfdruck erzeugen sie einen vorbestimmten Manschettendruck und auch das Ablassen des Drucks wird automatisch gesteuert. Auf einem digitalen Display werden systolischer und diastolischer Blutdruck sowie meist die Herzfrequenz angezeigt. An der Stelle, ich bin nicht in der Lage, einen diastolischen Blutdruck zu messen. Ich weiß nicht, wie das geht. So. Bedienkomfort und Ausstattung der Geräte wurde in den letzten Jahren weiter verbessert. Manche Geräte können bis zu 500 Messwerte speichern. So haben Sie die Möglichkeit, den Verlauf Ihres Blutdrucks zu verfolgen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, die Werte regelmäßig in einen Blutdruckpass einzutragen, bevor sie im Gerät gelöscht werden. So können Sie außergewöhnliche Situationen vermerken, wie zum Beispiel Zeitdruck, körperliche Beschwerden oder Urlaub. Besprechen Sie Ihre Messergebnisse regelmäßig mit Ihrem Arzt. Das führt insgesamt zu einer besseren Blutdruckeinstellung. So, weiter im Kapitel, im Abschnitt den Blutdruck selber messen. Im Kapitel Therapie kontrollieren, also die Methode. Unbedingt wünschenswert, das Gerät sollte einen unregelmäßigen Herzschlag anzeigen. Das kann ein Hinweis auf eine Herzrhythmusstörung sein. Und bei Herzrhythmusstörung kann es schwierig werden, den Blutdruck zu messen, weil er sich möglicherweise von Schlag zu Schlag verändert. Deshalb ist in diesen Fällen die Messung mit dem Stethoskop in der Arztpraxis zu bevorzugen. Sprechen Sie in jedem Fall mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt über den unregelmäßigen Puls. Auch darüber, ob eventuell trotzdem eine Selbstmessung zuverlässig genug ist. Etwa indem Sie den Blutdruck dreimal hintereinander messen und daraus den jeweiligen Mittelwert des systolischen und diastolischen Blutdrucks bilden. Ein extra vieler Modelle, sie verfügen über eine drahtlose oder kabelgebundene Schnittstelle zu einem digitalen Speichermedium, sei es ein Rechner, Smartphone oder Tablet. Die Messdaten werden dort abgespeichert, können an den Arzt geschickt werden oder zum Beispiel als Grafik oder sind zum Beispiel als Grafik ausdruckbar. So, es geht weiter mit Handgelenk oder Oberarm richtig messen und es gibt noch einen abgesetzten Kasten. Wenn die Maße der Manschette nicht stimmen, drohen Messfehler. Die Maße reichen oft für einen Umfang von 13,5 bis 21,5 cm am Handgelenk oder 22 bis 42 cm am Oberarm. Wenn das nicht hinkommt, besorgen Sie sich ein Gerät mit kleinerer
oder größerer Manschette. So. Handgelenk oder Oberarm? Handgelenk oder Oberarm? Welche Geräte sind besser? Diejenigen, die am Oberarm oder diejenigen, die am Handgelenk angelegt werden, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Großer Vorteil beim Messen am Oberarm: das Gerät befindet sich automatisch auf Herzhöhe. Beim Handgelenkgerät dagegen müssen Sie genau darauf achten, dass das Gerät nicht unterhalb des Herzens liegt. Der Druck fällt dann zu hoch aus oder oberhalb des Herzens, der Druck fällt zu niedrig aus. Als Sicherheitsmaßnahme beginnen manche Handgelenkgeräte gar nicht erst mit dem Messen, bevor sie nicht die richtige Position eingenommen haben. Manche Handgelenkgeräte sind wie Armbanduhren nur links gut handhabbar. Einige Bluthochdruckpatienten sollten den Blutdruck aber rechts messen, weil bei ihnen auf dieser Seite der Wegwert die Werte höher liegen. Einige Bluthochdruckpatienten sollten den Blutdruck aber rechts messen, weil bei ihnen auf dieser Seite die Werte höher liegen. Achten Sie in diesem Fall beim Kauf darauf, dass das Gerät auch rechts gut sitzt und ablesbar ist. Wegen dieser Schwachstellen werden Handgelenkgeräte von einigen Experten kritisch beurteilt. Großer Vorteil der Handgelenkgeräte: sie sind kompakter, Gerät oder Manschette in einem und lassen sich bequem anwenden. So, das Ganze endet mit richtig messen und danach kommt noch ein ganz kurzer Hinweis auf den Blutdruckpass. Richtig messen. Fehler bei der Messung, falsche Handhabung und Größe können das Messergebnis genauso verfälschen wie ein schlechtes Gerät. Ist zum Beispiel die Manschette zu schmal oder zu locker angelegt, ergibt das zu hohe Blutdruckwerte. Ist die Manschette dagegen zu breit, fallen die Blutdruckwerte eher zu niedrig aus. Liegt die Manschette über dickerer Kleidung oder ist der Oberarm durch einen hochgekrempelten Ärmel eingeengt, kann das ebenfalls falsche Messwerte ergeben. Sie bekommen nur zuverlässige Ergebnisse, wenn Sie sich an bestimmte Regeln halten. Und jetzt kommen die Regeln. Die Regeln lauten: den richtigen Arm bestimmen, Ruhe einhalten, Manschette anlegen, Position prüfen, Messung wiederholen, Werte notieren. So, den richtigen Arm bestimmen. Bevor Sie mit der Selbstmessung beginnen, sollte eine Fachkraft den Blutdruck an beiden Armen messen. Weichen die Werte um mehr als 10 mm Quecksilbersäule voneinander ab, messen Sie stets an dem Arm mit dem höheren Blutdruck. Ruhe einhalten. Setzen Sie sich zur Messung bequem hin und messen Sie erst nach 5 Minuten Ruhepause. Nicht während des Essens oder beim Fernsehen messen, auch nicht nebenbei unterhalten, Beine nicht überkreuzen. Manschette anlegen. Bei Oberarmgeräten den unteren Rand der Manschette, zwei Querfinger oberhalb der Ellenbogenbeuge positionieren. Der aufblasbare Teil sollte sich an der Innenseite des Oberarms befinden, nicht zu stramm ziehen. Sie sollten noch einen Finger unter die verschlossene Manschette schieben können, aber auch nicht zu locker lassen. So, das sind wieder keine deutschen Sätze. Da werden aber Punkte zwischen gemacht. Du nix Deutsch, du Stiftung Warentest. Position prüfen. Ich sag mir nichts mehr zu dem Scheiß hier. Immer in Herzhöhe messen. Bei Oberarmgeräten sitzt die Manschette automatisch richtig. Bei Handgelenkgeräten anwinkeln oder auf eine erhöhte Oberfläche legen. Ich finde das interessant, was alles durch den Punkt getrennt werden darf. Messung wiederholen. Der erste Wert ist oft besonders hoch.
Sie können die Messung nach etwa 2 Minuten noch einmal wiederholen, dann zählt der zweite in der Regel niedrigere Wert. Werte notieren, am besten in einem Blutdruckpass. Messen Sie möglichst immer zur selben Zeit. Ideal ist morgens vor dem Essen und vor der Medikamenteneinnahme. Zusätzlich können Sie noch einmal vor dem Abendessen messen. Vor allem zu Beginn einer medikamentösen Einstellung. Doch machen Sie sich nicht verrückt. Wenn Sie mit einem Medikament gut klarkommen und die Werte stabil auf ein normales Niveau gefallen sind, genügt es, 1 bis 2 Mal die Woche morgens und abends zu messen. Möglichst an einem normalen Werktag. Setzen Sie Ihre Medikamente nicht selbstständig ab, sobald der Blutdruck gesunken ist. So, als letztes ein Hinweis. Einen Blutdruckpass bekommen Sie bei Ihrer Krankenkasse, in Apotheken oder bei der Deutschen Herzstiftung. Dort können Sie ihn kostenfrei bestellen unter www.herzstiftung.de/blutdruckpass.html. So, als nächstes kommt Kontrollen beim Arzt. Das geht auf der Seite 88 los. Das streckt sich über die Seite 90 und die halbe Seite 91. Tschüss.